Und ja, herzlich willkommen hier im Raum 4 nach der Mittagspause. Ich übergebe das Wort an Frau Harrand und viel Spaß bei Ihrem Vortrag und gutes Gelingen. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen etwas über das Thema digitaler Aufklärungsunterricht erzählen darf. Mein Name ist Annemarie Harrand. Ich bin Co-Gründerin von der Erdbeerwoche und wir sind ein Social Business für das Thema Menstruation und arbeiten mit Schulen und Bildungsinstitutionen seit dem Jahr 2017 zusammen, und zwar im Rahmen unserer digitalen Lernplattform Ready for Red. Und die hat sich jetzt weiterentwickelt, diese Lernplattform, in Richtung Augmented Reality. Das ist ganz, ganz neu. Wir haben gestern den Launch von dem Projekt veröffentlicht. Ich darf Ihnen also heute ganz, ganz exklusiv und freue mich sehr, Ready for Red und unser Spezialmodul 3D vorstellen. Und dafür habe ich eine Präsentation vorbereitet. Nur ein paar unterstützende Slides dazu, wer Ready for Red noch nicht kennt. Vielleicht auch eine Bitte an Sie. Ja, wer Ready for Red schon kennt, vielleicht auch ein ganz kurzes Ja in den Chat, dann kenne ich mich auch aus, wer heute beim Vortrag dabei ist. Und bitte wundern Sie sich nicht, wenn ich nicht immer direkt in die Kamera schaue, weil ich habe ein kleines genau, Tonproblem, dass mein Ton übers Handy kommt. Und genau, und der Bildschirm, der Bildschirm wird geteilt quasi über meinen Laptop. So, mit diesen technischen Details will ich Sie nicht langweilen. Ich klicke jetzt gleich auf die Präsentation und dann genau, bekommen Sie ein bisschen mehr Infos über Ready for Red. So. So, eine Sekunde. So, Moment. So, also manchmal ist die Technik ein Hund, aber wir haben es gleich. So, Moment. Genau, jetzt, genau, jetzt sollten Sie die, genau, die Präsentation sehen. Und ja, es geht bei uns um Aufklärung mittlerweile 4.0, weil wir eben mit Augmented Reality und der weltweit ersten Darstellung von dem Menstruationszyklus und von Perioden Produkten im Bereich 3D und Augmented Reality jetzt gestern rausgekommen sind. Aber ganz kurz zu den Facts. Also vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, für alle, die uns nicht kennen, warum heißen wir Erdbeerwoche? Es geht natürlich nicht um Erdbeeren, sondern es geht um ein viel wichtigeres Thema, und zwar um jede fünfte Frau, die jetzt auch vielleicht in diesem digitalen Raum, aber auch global im Moment ihre Menstruation hat. Und allein im deutschsprachigen Raum sind es rund 25 Millionen Bloody Women, die eben in diese Zielgruppe gehören. Das heißt, ob direkt oder indirekt alle Personen und Beteiligten unserer Gesellschaft haben in irgendeiner Weise was mit dem Thema Menstruation zu tun. Und deswegen sehen es wir einfach auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier diese Tabuisierung rund um dieses Thema ein bisschen aufbrechen. Ja, also es ist ja nach wie vor so, dass alle wollen nichts über dieses Thema sehen, wir wollen nichts hören und die meisten von uns wollen auch gar nicht drüber sprechen. Und das möchten wir ein bisschen aufbrechen und haben als Start von unserem Jugendaufklärungsprojekt Ready for Red 2017 eine Umfrage gemacht und haben da sehr, sehr drastische Ergebnisse bekommen. Und die Zielgruppe war eben zwischen 13 und 17 Jahren an Jugendlichen. Und also es haben wirklich 88% der Mädchen angegeben, dass sie unter starken Regelschmerzen leiden, dass 60% der Mädchen einfach in dem Alter schon eine negative Einstellung zu ihrer Menstruation haben. Und natürlich betrifft das Thema auch die Jungs indirekt. Ja, also 70% finden das peinlich in dem Alter.
Und diese Mythen, die rund um dieses Thema noch tatsächlich sehr, sehr viel vorherrschen, die halten sich stetig. Und ein großer Mythos ist natürlich der rund um das Thema Menstruation und Verhütung. Und da haben eben mehr als die Hälfte der Jungs angegeben, dass sie glauben, Menstruation dient der Verhütung. Das heißt, in diesem Segment braucht es nach wie vor einfach noch immer viel, viel Aufklärung. Und dem haben wir uns angenommen mit der digitalen Lernplattform Ready for Red. Und das ist wirklich auch die erste digitale Lernplattform, interaktive Lernplattform zu diesem Thema. Und das wissen Sie alle besser als ich, dass natürlich alles, was an digitalen Lernmitteln im Unterricht verfügbar ist, dass Jugendlichen, natürlich auch Generation YouTube, am meisten Spaß im Moment an Videos hat. Und dass sich die Jugendlichen aber auch digitale Elemente wünschen im Unterricht. Ja, und diese Mythen, die sich stetig halten, denen wollten wir eben entgegentreten und haben diese digitale Lernplattform entwickelt mittlerweile 4 Levels. Die Tools haben sich auch schon vergrößert, es sind mittlerweile über 70 interaktive Tools und Games in 4 Levels. Das erste Level, das behandelt eben die allgemeinen körperlichen Vorgänge von weiblichen Geschlechtsorganen angefangen bis eben hin zum Thema Zyklus, was passiert da im Körper genau, aber da holen wir auch die Jungs bei diesem Tool mit ab, was hat das mit Jungs zu tun, um die ganze Klasse hier gut mit einbinden zu können. Das zweite Level, das beschäftigt sich mit Periodenprodukten, das heißt, wie verwende ich die überhaupt, was ist überhaupt auch ein neueres Produkt wie eine Menstruationstasse, eine Stoffbinde, was haben die für Vorteile. Das dritte Segment, da geht es darum, das dritte Level, so um diese gesundheitlichen Themen abzuholen. Was kann man denn tun gegen Regelschmerzen? Was, wie entstehen die überhaupt im Körper? Wie kann ich dafür sorgen? Und auch hier Stichwort Selbstfürsorge, dass es mir beim Thema PMS besser geht. Was ist überhaupt Endometriose, ein Scheidenpilz? Also diese wichtigsten Fragen der Jugendlichen in diesem Alter abzuholen zum Thema Gesundheit. Das ist das dritte Level. Und das vierte Level, das beschäftigt sich mit gesellschaftlich relevanten Themen. Da haben wir hier einmal das Thema Umwelt. Da können Sie übrigens auch aktuell Informationsmaterial zu unserer Kampagne Periods for Future beziehen. Die ist gemeinsam mit dem BMLAT gegründet und Generation Blue, der Jugendwasser Infoplattform für Jugendliche. Da können Poster, Sticker und Broschüren bestellt werden, kostenfrei zum Thema korrekte Entsorgung, weil eben der Großteil der Mädchen noch angegeben hat, Tampons und Binden tatsächlich über die Toilette zu entsorgen. Und das ist eben großes Problem für die Kläranlagen, im Endeffekt auch unser Wasser. Ja, das ist so ein Überblick über die 4 Levels unserer Lernplattform. Und das ist auch noch ein Auszug unserer Umfrage, wo wir herausgefunden haben, dass tatsächlich die Schule gerade auch für die Jungs noch immer der wichtigste Aufklärungsort ist. Ja, also bei Mädchen kann man noch eher nachvollziehen, dass natürlich über das Thema Periode in der Familie, über die Mutter oder über Schwestern noch viel gesprochen wird, auch unter Mädchen, aber leider auch viel zu wenig, sodass das Internet, und da haben wir leider einfach auch oft mal Fehlinformationen und auch Mythen, die sich auch über das Internet stetig halten, noch immer die ein Problem einfach in der Aufklärung darstellen. Ja, und Ready for Red unterstützt Sie einfach darin, dass es kein Top-Down-Vortrag ist. Sie können sich anmelden, im Moment auch kostenfrei. Das sage ich Ihnen später auch noch. Und Sie können diese Lernplattform mit so vielen Jugendlichen, wie Sie in der Klasse haben oder auch im Supplierunterricht verwenden. Und Sie bekommen auch zu jeder Anmeldung eine Box mit Anschauungsmaterialien dazu. Die bleibt dann auch bei Ihnen, die können Sie auch weiterverwenden. Und das unterstützt eben mit dem physischen Anschauungsmaterial dann auch nochmal den digitalen Unterricht. Das heißt, da sehen wir das tatsächlich auch noch einfach wichtig, dass man diese physische Komponente hat, die den digitalen Unterricht einfach noch unterstützen kann.
Ja, wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Lehrkräfte, die mit Ready for Red arbeiten im ganzen deutschsprachigen Raum. Besonders freut uns natürlich die Reaktionen von Jugendlichen, ja, dass sich eben der Großteil die Inhalte der Plattform auch nochmal anschauen möchte nach dem Unterricht, das, also nach dem Login, der für alle Klassen, der für alle Jugendlichen gleich ist. Das heißt, da muss man auch keine persönlichen Daten angeben, keine E-Mail-Adresse angeben oder dergleichen und kann auch privat noch genutzt werden. Das wird auch sehr, sehr gerne angenommen von den Jugendlichen, auch außerhalb vom Unterricht. Und was uns natürlich auch freut, dass 80% eben noch was Neues gelernt haben. Ja, und noch ein paar Zahlen dazu. Also mittlerweile wurden mit Ready for Red über 70.000 Jugendliche aufgeklärt. Wir arbeiten eben mit über 1.000 Schulen im deutschsprachigen Raum mittlerweile zusammen. Und das Schöne und dieser Impact ist uns einfach ganz wichtig, dass wirklich 90% der Jugendlichen nach der Arbeit mit Ready for Red einfach eine positivere Einstellung zu diesem ja, oftmals sperrigen Thema und unangenehmen Thema, Stichwort Regelschmerzen, für viele entwickelt haben und sich auch näher damit auseinandersetzen wollen. Jetzt haben wir Ready for Red 2018 gelauncht und haben eben jetzt schon sehr viel Erfahrung gesammelt, wie funktioniert einfach dieser Aufklärungsunterricht oder beziehungsweise Menstruationsaufklärungsunterricht mit der Lernplattform und sind dann auf ein weiteres spannendes digitales Tool gestoßen und das ist die Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Das heißt, es ist hier ein Unterschied eben zum Thema Virtual Reality. Also für Virtual Reality Darstellung braucht man ja in den meisten Fällen eben eine Brille. Das braucht man hier nicht, sondern es geht um eine erweiterte Realität, die mittels Smartphone oder Tablet erreicht werden kann. Und ich gebe Ihnen da mal einen ganz kurzen Einblick, warum wir auch in diese Augmented Reality Darstellung gegangen sind. Wir haben nämlich ein Problem erkannt, und zwar, dass tatsächlich diese zweidimensionale Darstellung, und Sie sehen hier auch auf der Slide diese aufgeschnittene Gebärmutter, das ist tatsächlich für ganz, ganz viele Jugendliche, aber auch erwachsene Frauen ja noch immer schwierig, sich vorzustellen, ja, wo sitzt denn überhaupt eine Gebärmutter im Körper? Wo ist die Blase? Wo ist die Klitoris? Also wo sind diese ganzen Organe eigentlich in meinem Körper? Wie groß sind die? Und durch diese zweidimensionalen Darstellungen haben sich eben auch wieder Missverständnisse in unserer Vorstellung der weiblichen Geschlechtsorgane eingeschlichen. Das heißt, hier haben einfach zweidimensionale Darstellungen eine Grenze. Und wir haben gesagt, ja, wir möchten das mittels 3D lösen und im besten Fall noch eben mit Augmented Reality. Das heißt, da kann man dann man kann Objekte in den Raum stellen und um die Objekte herumgehen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können tatsächlich auch im Unterricht oder zu Hause sich eben diese Objekte wirklich mit dem Smartphone in den Raum holen und dann drumherum gehen und diese Objekte entdecken. Und unser Ansatz ist eben hier einerseits den Zyklus zu erklären und auf der anderen Seite auch die Handhabung von Periodenprodukten. Weil das ist natürlich auch eine große, große Frage, ja, kann ein Tampon im Körper verschwinden? Also das sind wirklich so diese Alltagsfragen von Jugendlichen. Oder kann ich mit einem Tampon oder einer Menstruationstasse überhaupt auf Toilette gehen? Also auch diese Vorstellung, wo ist eigentlich die Blase, wo ist die Vagina? Ja, also das fehlt einfach in vielen Fällen und das sind einfach diese Klassikerfragen, die wir ganz, ganz einfach beantworten können, indem diese Organe einfach wirklich mal 3D und in Lebensgröße dargestellt werden. Ja, und im Endeffekt geht es einfach uns auch um dieses Unsichtbare, ja, das im Körper ja ist, dass das Ganze sichtbar gemacht wird und das Ganze eben auch ohne Scham und Schreckensbilder, weil das ist natürlich das große Problem, dass natürlich dieses ganze Thema Menstruation sehr, sehr, sehr tabu behaftet ist, sehr schambehaftet und das versuchen wir eben durch jugendgerechte Abbildungen aufzulösen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die Slides im Nachhinein zugeschickt bekommen, aber ich darf Ihnen
ich darf Sie einladen, sich unsere Augmented Reality Darstellung tatsächlich auch selbst anzuschauen, und zwar unter diesem Link www.readyforred.at/3D. Das ist öffentlich verfügbar bis 31.12.2021, und danach ist es eben Teil von Ready for Red. Es ist jetzt auch schon Teil von Ready for Red, aber danach wird genau die ganze Darstellung vor allen Dingen einfach für Sie als Pädagoginnen und Pädagogen zugänglich sein, und das Ganze auch kostenfrei. Also da darf ich Sie sehr, sehr herzlich dazu einladen. Wenn Sie auf unseren YouTube-Channel gehen, dann finden Sie eben dort auch ein Video, wo diese Darstellung auch nochmal genau erklärt wird. Sie sehen auf dem Bild ein Mädchen, das eben im Klassenzimmer steht und sich quasi die Gebärmutter hergeholt hat und den Zyklus. Und man kann diese Objekte eben wirklich in den Raum stellen. Man kann sie größer und kleiner zoomen, je nachdem. Man kann wirklich sehen, wie die Eizelle reift, wie die Eizelle genau durch die Eileiter purzelt. Also das ist ganz, 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 ganz spannend und macht den Jugendlichen sehr viel Spaß. Wir haben die Anwendung mittlerweile auch in einem mittelgroßen Kreis getestet. Ja, also um die 160 Schülerinnen und Schüler haben schon mit der Anwendung gearbeitet. Das war immer sehr spannend, und viele, viele Aha-Effekte konnten wir dabei erzielen. Ja, das Ganze wurde natürlich auch mit Gynäkologinnen und auch Sexualpädagoginnen und der Lehrkräften erarbeitet. Also hier setzen wir seit vielen, vielen Jahren immer auf eine ganz, ganz enge Stakeholder-Einbindung. Und also gerade natürlich von gynäkologischer Seite kam auch das Feedback, dass einfach gerade diese Prozesse wie der Zyklus, es ist schwierig zu erklären, es ist schwierig auch für Jugendliche, das dann einfach auf den eigenen Körper umzusetzen. Und also dieses Stichwort, das Tampon, kann das verschwinden im Körper? Das ist einfach auch eine große Frage, mit denen tatsächlich auch die Jugendarbeit immer wieder zu kämpfen hat. Das heißt, das war uns einfach ganz am Herz, ganz groß am Herzen gelegen, dass wir diese Fragen beantworten können. Ich darf Ihnen insgesamt für Ready for Red auch noch einen Gratiszugang hiermit anbieten. Das können Sie sich gerne notieren. Und zwar ist der bis 30.11. offen. Da können Sie sich einfach mal durchklicken. Wenn Sie sich für eine mit einer Klasse anmelden möchten zu Ready for Red, dann können Sie das, wie gesagt, auch jederzeit kostenfrei tun. Und da freuen wir uns auch immer auf Feedback. Wie gesagt, Sie können so viele Klassen und Jugendliche anmelden, wie Sie möchten. Sie bekommen danach auch eine Auswertung. Man hat nach jedem dieser vier Levels ein Quiz, und da bekommen Sie dann auch eine absolut anonyme Auswertung. Wir erfassen auch, das ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, wir erfassen eben weder E-Mail-Adressen noch für den Schülerinnen und Schüler noch IP-Adressen. Sprich, da bekommen Sie eben dann diese Informationen von dem Stand des Wissens der Jugendlichen in einer Auswertung per PDF dann zugesendet. Ja, zum Abschluss darf ich Sie noch einladen, sich wirklich für Ready for Red anzumelden. Wie gesagt, die Nutzung ist im Moment kostenfrei. Und danke auch fürs Reinposten in den Chat der Links. Dann können Sie sich einfach direkt mit ein paar Klicks dort anmelden. Dann sind Sie bei uns im System. Dann bekommen Sie die Ready for Red Box auch zugeschickt. Und ich darf Ihnen zum Abschluss vielleicht, wir können schauen, ob es funktioniert, dass ich Ihnen das Intro-Video zu Augmented Reality noch zeige. Das können wir mal ganz kurz probieren. Dann haben Sie nämlich noch einen besseren Einblick in das Thema. So. Genau, jetzt sind wir eh schon da, und wir haben zwar keinen Ton, aber ich glaube, Sie sehen genau ganz deutlich. Also es fängt an mit einer Körperanimation, wo eben die weiblichen Geschlechtsorgane erklärt werden.
auch wo die Blase und die Klitoris genau sitzt. Und dann hat man eben rechts oben beim Zyklus und bei den Periodenprodukten einen AR-Button. Und mit diesem AR-Button kann man sich eben diese Objekte in den Raum stellen und diese spielerische Auseinandersetzung mit diesem Thema Zyklus- und Menstruationsprodukten, die schafft einfach nochmal ein ganz anderes Bewusstsein und nochmal eine ganz andere Einstellung auch zu diesem Thema. Ja, ich darf mich, jetzt haben wir noch 2 Minuten für Fragen. Ich darf mich aber mittlerweile auch schon bei Ihnen verabschieden und freue mich, wenn noch was offen ist. Und den YouTube-Link, den schreibe ich Ihnen auch gerne noch in den Chat. Ich freue mich, wie gesagt, wenn Sie sich bei Fragen melden, jederzeit. Und da können Sie sich per E-Mail melden über unsere Social-Media-Kanäle, je nachdem, was Sie bevorzugen. Wir stehen für alle Fragen, auch rund um die Anmeldung und rund um weitere Fragen zum Thema Menstruationsaufklärung mittels Augmented Reality, aber auch eben allgemein zur Lernplattform nochmal bereit. So, jetzt schreibe ich Ihnen nochmal auch den YouTube-Link in den Chat. Und genau, wenn es noch Fragen gibt, dann bin ich gerne für Sie da. So. Genau, das war jetzt eine Punktlandung mit 12.24 Uhr. Genau, wenn es noch Fragen gibt, bitte einfach in den Chat schreiben. Genau, ansonsten hoffe ich, Sie haben sich was mitgenommen. Wie gesagt, das Tool ist ganz, ganz neu. Wir haben gestern gelauncht, also Sie werden auch bei den Ersten, die sich jetzt auch anmelden, um das zu testen. Wir werden es auch immer weiterentwickeln. Das heißt, wenn Sie auch Feedback haben von den Jugendlichen, wenn irgendwas unklar ist, das ist ja auch das Schöne an digitalen Tools, dass die ständig in Entwicklung sind, dass die immer auf den aktuellen Wissensstand angepasst werden können. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir ja die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind. Und da kam jetzt noch eine Frage. Also im Moment ist es tatsächlich auch für alle Schulen, also auch für Privatschulen kostenfrei. Das heißt, wenn Sie das in der Anmeldung einfach als Kommentar dazu schreiben, dann kennen sich alle bei uns aus. Und da freuen wir uns im Moment eben, wenn Sie es wirklich nutzen, um hier einfach in der nächsten Generation dieses Thema ein bisschen weniger scham- und tabubehaftet aufbereiten. Gut, vielen herzlichen Dank für die spannende Geschichte und brandneu, wunderbar und sicher toll einzusetzen. Bedanke mich auch für die Punktlandung. Also ich bin begeistert, wie diszipliniert die Referenten hier auf dieser Fachtagung sind. Ich habe auch schon mittlerweile entdeckt, dass Frau Katja Schirmer den Raum betreten hat. Sie wird um 12.30 Uhr den Raum starten. Deswegen könnte ich sie auch gleich zu einem Co-Host ernennen. Und wenn sie möchte, auch hier die Möglichkeit hat, die Bildschirmpräsentation zu testen. Ansonsten vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch in den letzten Zügen der Fachtagung und bis zum nächsten Mal. Ich stoppe mal kurz die Aufzeichnung. Nicht schrecken, es kommt wieder eine Computerstimme.